Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gamescom TV. Heute Ausgabe Nummer 3. Wir stehen hier an einem etwas unscheinbareren Ort, nämlich vor der Business Area. Hier tummeln sich in erster Linie die Games-Redakteure, wie zum Beispiel der Ilias, der neben mir steht. Du hast vollkommen recht, lieber Marc. Das ist der Ort, wo der Zauber passiert, wo uns Games-Redakteuren nochmal ein kleiner Blick in die Zukunft gewährt wird. Hier können wir nochmal hinter verschlossenen Türen aktuelle Spiele spielen. Hier werden sie uns vorgestellt. Wir können ein klein wenig mit den Leuten quatschen, mit den Interviewpartnern, mit den Entwicklern. Und so quasi ohne große Warteschlangen unserer Arbeit nachzugehen. Okay, ein bisschen mysteriöser Ort, denn normale Besucher der Messe können hier ja nicht reingucken. Damit ihr das doch mal seht, was da so abgeht, nehmen wir euch heute mal mit. Machen wir uns jetzt auf den Weg durch die langen Flure. Und währenddessen könnt ihr schon mal reingucken, was eigentlich los war beim Die Battle Royale. Spitzenpolitiker der 5 großen deutschen Parteien haben sich Fragen der Moderatoren gestellt. Und nicht nur das, sondern auch euren knallharten Fragen. Guckt mal rein. Lass mal los jetzt. Der Gamescom-Kongress war auch in diesem Jahr ein Ort politischer Diskussionen. Bei Die Battle Royale versammelten sich die Generalsekretäre und Bundesgeschäftsführer der 5 großen Parteien, um mit Lisa-Sophie Laurent und Peter Smits zu reden. Auf der Agenda stand unter anderem die Förderung der Videospielindustrie in Deutschland. Dafür stünden nun endlich die Geldmittel bereit. Zuerst einmal geht es hier bei dem Gaming-Bereich aus meiner Sicht auch um einen knallharten Wirtschaftsbereich. Und wenn wir darüber reden, dass wir das fördern wollen, dann wollen wir an einem großen Kuchen, der international entsteht und der von großen Konzernen dort betroffen wird, Uwe oder andere, dann wollen wir in Deutschland ein größeres Stück davon abhalten, weil wir hier eben auch die kreativen Leute haben. Zusätzlich zum Geld gibt es einen Konsens quer durch alle Parteien. Videospiele sind Kulturgut. Diese innovativen Ideen, die wir da sehen, das kommt aus der Kreativität heraus. Die muss sich in Kunst und Kultur nicht rechtfertigen, sondern die ist erstmal zweckfrei. Dass wir davon ganz viele Vorteile haben für den Wirtschaftsstandort, für die Pädagogik, für den medizinischen Bereich, dass wir die bildgebenden Möglichkeiten nutzen, ja. Aber es sollte nicht die Begründung dafür sein, sondern letztendlich als Kunst- und Kulturgut als solches auch seine Anerkennung haben. Doch an den Entscheidungsträgern, die letztendlich gute Voraussetzungen für den Videospielstandort Deutschland schaffen und die Förderung von E-Sport vorantreiben sollen, zweifelt nicht nur die Opposition. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das Ganze jetzt nicht im Verkehrsministerium landet, sondern dass es im Kanzleramt bei Doro Bär, der ich da mehr zutraue als dem Andreas Scheuer. Das darf ich so offen sagen hier. Ich habe nur so ein bisschen so ein Kopfkino, dass jetzt Horst Seehofer für E-Sport zuständig ist. Das finde ich super. Ich finde, er soll sich ganz viel damit beschäftigen. Vielleicht findet man ein schönes Spiel mit ihm und dann kann er nicht so viel Schaden anrichten. Die Anwesenheit der Bundeskanzlerin im letzten Jahr und auch die Besetzung heute haben gezeigt, das Thema ist bei der Politik angekommen. Und da mache ich mir keine Sorgen, dass das in irgendeinem Ministerium ausgebremst wird. Für eine funktionierende Videospielkultur braucht es jedoch unbedingt besseres Internet. Mehr Bandbreite in Deutschland soll bis 2025 auch gesetzlich forciert werden. Dann soll der Ausbau von Glasfaserleitungen abgeschlossen sein. Die Frage, ob wir überall Glasfaser haben, ist für viele Leute wirklich auch eine Frage der Lebensqualität und der Frage, ob man abgehängt ist oder ob man teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben. Und ich komme selbst aus dem ländlichen Raum. Ich habe bei mir Dörfer, die können nicht mal YouTube-Videos angucken und das geht nicht mehr. Damit muss Schluss sein. Die Moderatorin Lisa-Sophie Laurent und Peter Smits erhoffen sich mehr als nur Lippenbekenntnisse von den Politikern. Vielleicht, weil nun endlich auch Gamer in die Politik drängen. Irgendwann werden wir eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler haben, der mit Spielen groß geworden ist. Und wir gehen langsam in die Richtung. Und deswegen ist das, glaube ich, ein natürlicher Prozess, der einfach biologisch stattfinden wird sowieso schon. Auch wenn du siehst, wie breit das ja wirklich in der Bevölkerung vertreten ist, wie viele Leute inzwischen auch in mehreren Generationen da drin sind in Games und da total viel Spaß dran haben. Es wäre ja wirklich auch völlig einfach an der Wählerrealität vorbei, zu sagen, okay, wir blenden dieses Thema komplett aus. Deswegen, ich denke auch, dass das so ein logischer Weg ist. Dass man auf der Gamescom gut politisch diskutieren kann, hat die Battle Royale erneut bewiesen. Was von den Versprechungen der Politiker letztendlich zeitnah umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. So, hier im oberen Teil der Area finden sich vor allem so die größeren Publisher. Von außen kann man immer nicht so richtig erkennen, was eigentlich abgeht. Es sieht immer aus wie so unscheinbare Bungalows und so. Reinkommt nur, wer sich durchsetzen kann am Empfang vorne. Wenn man dann mal drinnen steht, wie wir jetzt, ist es relativ nüchtern. Viele Räume durchnummeriert, es gibt ein bisschen was zu trinken und so weiter. Was genau passiert hier?
Ja, wie eben gesagt, Marc, du lässt dir im Vorfeld einen Termin geben, im besten Falle vor der Gamescom, einen Monat vorher. Dann ist die Gamescom, du kommst hierher, du meldest dich an und dann gibt es hier verschiedene Räume, wo du dann deine einzelnen Spiele spielen kannst. Du kannst zocken, es gibt verschiedene Stations, vielleicht hast du auch eine Präsentation oder im besten Falle auch noch eine Interviewmöglichkeit, wo dann die Entwickler vor Ort sind, wo du dann nochmal Nachfragen stellen kannst und so die bestmögliche Berichterstattung für deine Zuschauer machen kannst. Okay, das heißt, da gibt es so Anzockräume, jeder Redakteur sitzt Seite an Seite in irgendwelchen Anspielstationen. Ist das richtig? Das ist absolut richtig. Eigentlich sitzt du sogar stellenweise auch ganz alleine da, zockst in aller Ruhe die Spiele von morgen, auf die du Lust hast oder vielleicht auch nicht Lust hast. Und dann schaust du zu, dass du eben Berichterstattung machst, du sprichst darüber, du redest darüber, du schreibst darüber und so haust du das dann in die große, weite Welt raus. Eine Frage, die sich mir natürlich stellt, Ilias, das ist völlig klar, ist die, ob Simon wohl, als er Resident Evil 2 angezockt hat, auch in einem solchen Anzockraum saß. Du kannst definitiv Gift draufnehmen, lieber Marc, dass Simon auch in so einem Raum saß und in aller Ruhe Resident Evil 2 für die Zuschauer da draußen spielen konnte. Money's in my account. Always a pleasure. Attention, all citizens. Due to the citywide outbreak. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Bei Capcom hatte ich heute die unfassbare Möglichkeit, die neue Demo zu Resident Evil 2 anspielen zu können. Wir haben gespielt mit Claire Redfield, die man ja aus dem Original auch kennt. In diesem Original sind ja die beiden Hauptcharaktere getrennt voneinander und erleben dann auch relativ unterschiedliche Abenteuer, treffen andere Charaktere und. Dasselbe gibt es jetzt auch. Was mir direkt aufgefallen ist, dass dieses Mal die Level-Architektur ein bisschen beengter war, wo sich dann auch, finde ich, die Sollbruchstellen der Kamera und der Third-Person-Perspektive zeigen, gerade weil wir in einem Endkampf oder einem Mittelbosskampf mit William Birkin waren, dem mutierten Wissenschaftler und Vater auch von Sherry Birkin, mit der dann wiederum Claire im Laufe des Spiels interagiert. Alle diese Charaktere haben wir kennengelernt, alle diese Charaktere haben wir sprechen gehört, sie klingen gut, die Dialoge sind authentisch, echt. Mir hat besonders gut gefallen, finde ich, wie Claire Redfield mit dem Mädchen umging. Da hat man schon gemerkt, dass das nochmal dass das eine andere Rolle spielt, als wenn das jetzt irgendwie Chris Redfield ist mit seinem Oberarm, der sagt, stay behind me. Sondern es war irgendwie wie eine Mutter, ist sie mit ihr umgegangen. Und ja, der Vater ist mutiert, hat ein riesen Auge, insofern, das kennt man auch alles schon, sieht jetzt aber so viel geiler und ekelhafter aus. Als Fan muss ich sagen, es ist exakt das, was ich erwartet habe. Es sieht einfach alles ein Ticken schöner aus. Die Waffenphysik, wenn man schießt und man merkt, okay, ein Gegner braucht ein bisschen länger, ein bisschen mehr Kugeln, bis der den Boden küsst. Das ist so toll gemacht und es erzeugt genau dieses Resident Evil-Gefühl, was man eigentlich haben will, dass man ständig überlegt, wo schieße ich am besten hin. Bei Birkin ist es natürlich einfach, der hat dieses riesen Auge und einen kleinen Kopf. Beides sind gute Ziele. Gleichzeitig hat man auch den Säurewerfer, ist ja so ein bisschen die Signature-Waffe von Claire Redfield, haben wir auch erlebt. Man kann sich natürlich auch wieder eigene Waffen, eigene Munition craften. Und ein Charakter, der gegen Ende in der Zwischensequenz zu sehen war und der mir unglaublich gut gefallen hat, einfach wie er aussah, wie er geactet hat, sage ich mal, und wie er geschrieben war, das ist der Bürgermeister. Und der hat eine relativ untergeordnete Rolle, was Cutscenes und Dialoge angeht im Original, hat jetzt aber meiner Ansicht nach eine etwas gravierendere, interessantere Antagonistenrolle bekommen, was eine super Entscheidung ist, weil der Typ ist total assi und eklig, auch schon im Original, aber man kriegt nur ganz wenig mit von dem, was da unter der Oberfläche steckt. Und hier habe ich das Gefühl, wird von seinem Potenzial einfach viel mehr ausgeschöpft. Da freue ich mich tierisch drauf. Und ich bin null überrascht, dass ich immer noch genauso gehypt bin wie vor der ersten Demo. Da wird sich nicht mehr viel ändern. Das Spiel ist top. Da geht nicht viel schief. 25. Januar könnt ihr euch das dann selbst holen und euch davon überzeugen. Lege ich meine Hand in diverse Feuer, dass das geil wird. Bis dann.
So, Marc, du hörst es, das ist der große Vorteil der Business Area. Es ist ruhig und damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, um in aller Ruhe und entspannt zu arbeiten. Ja, arbeiten, gut, okay, aber ich will ja auch Bässe, ich will Sound, ich will die vollen Hallen, ich will Licht und so weiter. Das ist doch das Nette an der Messe, dass man sich da so ein bisschen berieseln lässt. Aber das ist ja das Gute bei Gamescom TV, da haben wir von allem was, denn Andreas und Daniel haben sich die größten Stände hier auf der Messe angesehen und darüber geschnackt. Und was sie da so erlebt haben, das sehen wir uns jetzt an. So, die Messe hat natürlich unzählig viele Highlights zu bieten, unter anderem ausgefallene Stände. Und ich habe mir keinen geringeren als Daniel Schröckert ausgesucht, um zu sagen, hallo, wir machen einen schönen Vater-Sohn-Tag und du zeigst mir mal deine Stand-Highlights heute. Man muss insgesamt mal sagen, hier Fortnite schon fast eine Erlebniswelt, die sie hier als Stand haben, oder? Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine coole Art, das Spiel abzubilden in einem Stand. Also da Respekt an die Standbauer. Dass man wirklich sagt, ey, das ist schon fast wie eine eigene kleine Area hier, dieser Fortnite-Stand. Also hätte ich nicht das Fortnite-Schild hier oben drüber, ja? Ja. Hätte ich auch irgendwie gedacht, okay, wir sind hier vielleicht bei World of... Nee, nicht Minecraft, bei Minecraft sind Minecraft, wir. Minecraft, ja. Ja, das sieht ein bisschen danach aus, so gerade mit diesen Holzbauten da hinten und so. Es würde auch zu Minecraft passen, denn man staunt wirklich Bauklötze, wenn man hier zum ersten Mal an den Stand kommt. Der Gravedigger, hallo? Ist das der echte Gravedigger? Ja, vielleicht sieht man, warum es nicht der echte sein kann, wenn man da auf diese Plexiglasscheibe schaut. Ja? Genau. Erzähl mal ein bisschen, wie lange sitzt du an dem Kostüm? Ungefähr zwei, drei Monate. Aber das Kostüm ist ja auch nur normale Klamotte. Das ist ja Make-up vorbereiten und die Maske. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Ich habe das modelliert, abgeformt und mit Special Effects Silikon ausgegossen. Und dann mit diesem Silikon auf die Haut geklebt. Du solltest eine Karriere als Maskenbildner irgendwie anstreben. Ja. Naja, das ist mein absolutes Highlight in Halle 7. Wisst ihr nicht, was es da noch gibt? Ein mobiles Escape Game habe ich so auch noch nirgendwo gesehen. Ach so, ja. Du gehst da rein und musst versuchen rauszukommen. Genau, du hast glaube ich zwischen 15 und 30 Minuten Zeit, dich zu befreien. Und in der Zeit läuft es ab wie ein normales Escape Game. Also man muss zusammenarbeiten, sich befreien und am Ende im besten Fall den LKW verlassen. Ziemlich cool, finde ich. Finde ich auch eine nette Idee. Warst du schon drin? Ich habe es noch nicht gemacht, aber wir haben das auf jeden Fall vor. Auf der anderen Seite, das habe ich erst später entdeckt, ist hier so ein richtig schöner kleiner Straßenzug von New York installiert worden. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Hier Re-Elect Osborne, das ist schon mal was Lustiges. Also sind ein paar nette kleine Details drin mit den Straßenschildern. Hier gibt es eine Zeitschrift, eine Tageszeitung. Ah ja. Ja, kann man nicht, wollte ich auch schon rausnehmen. Scheiße. Alles angedeckt, du wolltest auch annehmen. Ist festgetackert. Ist festgetackert. Tür zu und leck mich am Arsch. Sind wir denn endlich da, Schröck? Wo ist denn, was ist unsere... Na, Halle 6 wollten wir doch. Halle 6, ja, ich glaube, fahr nochmal 3 Meter. Wozu brauchst du denn eine Wüstenautomatik? Aber es ist doch, wenn du schnell aus einem Rebellenlager fliehen willst und dann wirkst du den im ersten Gang ab, ist doch mega unangenehm auch, oder? Das ist ein amerikanisches Auto. Mhm. Das Interieur ist einfach hässlich. Ja gut, aber hier kann man schon nochmal so einen kleinen Elektrogrill reinstellen, oder? Ey, du kannst hier, glaube ich, sogar einen Ochsenschwenkgrill hier einbauen. Guck dir das mal an. Könntest du hier von der Decke halten? Schön Uwe Ochsenschwenk hier noch im Grill rein. So, Schröck hat sich natürlich wieder verquatscht, war ja klar. Ich stehe hier in der Outdoor-Area, direkt vorm Red Bull Gaming Club, powered by Gamescom. Da gibt's coole Action. Erzähl mal ein bisschen, was geht hier so ab? Hier geht alles ab. Also wir haben hier Let's Player, stellen hier Spiele vor. Wir haben abends immer ein DJ-Set. Heute zum Beispiel Sarazar, kennt man ja vielleicht auch, der hier dann abklubbt. Denn wir haben auch eine richtig ordentliche Anlage. Und immer wieder auch so Sachen für die Community. Also so Geschichten wie werde ich Influencer, wie werde ich YouTuber, wie werde ich Twitcher. Wir hatten gerade Revi hier. Da war es natürlich richtig voll. Der gibt jetzt gerade hinten Autogramme. Also ich glaube, hier kann man immer gut vorbeischauen, gerade weil das Wetter ja auch schön ist. Hier gibt es Getränke, hier gibt es einen Strand, hier gibt es eigentlich alles. Danke an Schröck, dass du mit mir ein bisschen einen kleinen Spaziergang gemacht wirklich, hast. Das habe ich auch gefreut. Mal raus. Ja genau, es war schön mal rauszukommen, ein bisschen was zu sehen. So. Ja. Ich hätte wahrscheinlich diesen Hammer oder keine Ahnung, ich hätte es nie gesehen.
Hey. Und dementsprechend freue ich mich, hier mal auch einen kleinen Spaziergang gemacht zu haben. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Tschüss. Ja, im oberen Teil der Area haben wir ja vorhin schon so die großen Publisher gesehen und so weiter. Jetzt sind wir unten. Hier gibt es tatsächlich viele, viele kleine Publisher und Entwickler. Viele Länder sind hier, die im Kollektiv ihre Entwickler vorstellen. Spanien ist ja mit dabei, das Partnerland der Messe dieses Jahr. Und man findet tatsächlich viele interessante Spiele, die sich hier zeigen, wie zum Beispiel den Bee-Simulator, neben dem wir hier gerade stehen. Und du hast doch auch ein Herz für Indie-Entwickler, oder etwa nicht? Da hast du vollkommen recht, Marc. Das hast du auch sehr gut ausgeführt. Das ist im Grunde so die Halle, wo nochmal kleinere Publisher ihre Spiele vorstellen. Hier und da sieht man sogar einen kleinen Indie-Entwickler, der nochmal einer kleineren Runde von Pressemitgliedern nochmal sein Spiel vorstellt. Viel wichtiger oder auch ein sehr wichtiger Aspekt ist die Indie-Arena. Und das ist nicht hier in der Halle, sondern ganz bewusst in der Consumer-Halle. Denn da sollen ganz normale Spieler und Käufer auch diese Spiele direkt sehen und mit den Entwicklern interagieren, sprechen. Die Entwickler sind stellenweise auch direkt neben der Konsole, um da nochmal Feedback zu geben und da nochmal direkt die Interaktion mit den Zuschauern und den Spielern zu suchen. Ist auch wichtig, weil es so eine Art Kollektivprojekt ist. Das soll der Intention folgen, dass man so eine gewisse Aufmerksamkeit nochmal generiert, die im Grunde bei so kleinen Spielen eher untergehen würde. Okay, das ist ja fantastisch, dass du das wie zufällig gerade ansprichst, denn wir haben einen Beitrag dazu. Sandro nämlich hat sich da mal umgeguckt und was er so vor die Linse bekommen hat, das seht ihr jetzt. Schönen guten Abend, liebe Leute. Wir sind natürlich nach wie vor auf der Beanscom, aka Gamescom, und wir sind jetzt neben den ganzen großen Titeln, muss man sagen, also sowas wie Assassin's Creed, wie Call of Duty und so weiter, gibt es natürlich die vielen kleinen Titel und die haben sich hier eingefunden in der Indie Arena Booth. Ich habe mega Bock, deswegen würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal los. Es sind halt Spiele, die entweder noch rauskommen oder aber schon rausgekommen sind. Hey! Through the Darkest of Time! Worum geht's denn überhaupt bei Through the Darkest of Times? Und was ist euer Ansatz? Was sind so die Main Points? Warum ist das Spiel was ganz Besonderes? Also in Through the Darkest of Times spielt man einen Widerstandskämpfer oder eine Widerstandskämpferin. Und während der Zeit des Nationalsozialismus, also es beginnt direkt mit Hitler, wird mit Hitlers Ernennung zum Kanzler und wie sich da alles verändert in Deutschland und wie sich wie die Verhältnisse immer schwieriger werden. Und man versucht, zusammen mit zwei Freunden zu beginnen, eine Widerstandsgruppe aufzubauen. Das heißt, noch mehr Leute zu überzeugen, dass sie auch was gegen das Regime machen müssen, Leute, die vielleicht verfolgt werden, zu verstecken, für die Gruppe und gegen das Regime zu werben, also Flugblätter zu machen und die irgendwo nachts zu verteilen. Das Spiel selber läuft in Runden ab, ist also ein Strategiespiel mit so einer Mischung, mit so einem Hauch Visual Novel. Wie froh wart ihr denn, als diese neue Regelung jetzt quasi eingeführt wurde, die ja im Endeffekt längst überflüssig war, also die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es ist jetzt quasi ähnlich wie bei Filmen, werden Videospiele jetzt anerkannt als Kunst und deswegen darf Kunst halt auch, wenn es im richtigen Kontext gesetzt wurde, verfassungswidrige Zeichen zum Beispiel zeigen. Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also wir waren natürlich total erleichtert und also für uns heißt das jetzt einfach, wir können das Spiel so entwickeln, wie es gemeint ist. Wir müssen nicht die ganze Zeit die Schere im Kopf ansetzen, wir müssen uns nicht immer überlegen, wie können wir überhaupt irgendwas zeigen. Und wir können uns einfach darauf konzentrieren, das Spiel gut zu machen und die Geschichte zu erzählen, die wir erzählen wollen. Hattet ihr vorher geplant, dann das einmal für den internationalen Markt rauszubringen und dann nochmal gekürzt halt für den deutschen? Genau, wir hätten dann für den deutschen Markt die Hakenkreuze einfach weggelassen. Also jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwelche Fantasiesymbole zu erfinden, wäre für uns sowieso keine Option gewesen. Wir hätten die einfach weggelassen. Wir haben dann aber bei der Arbeit an dem Projekt eben noch festgestellt, es beschränkt sich ja eben nicht nur auf Hakenkreuze. Dann plötzlich fängst du an zu überlegen, du hast halt irgendeine ikonografische Szene, wo jemand den Hitlergruß zeigt. Stellst du fest, kannst du auch nicht machen, kannst du auch nicht zeigen. So. Und da merkt man schon, okay, da müssen wir schon viel aussortieren und umstricken. Und von daher ist es für uns einfach eine große Arbeitserleichterung. Gleich eine Frage, wie viel Recherchearbeit steckt da drin? Weil das ist ja, bei solchen Themen muss man schon sehr genau sein und kann natürlich nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Also es ist natürlich so, dass ihr euch gewisse Freiheiten erlaubt, sicherlich. Ja. Aber man muss ja da schon sehr viel recherchieren, glaube ich, um irgendwie keinen Quatsch zu erzählen. Einfach. Man kann ja in Berlin irgendwie nicht spucken, ohne auf Geschichte zu treffen. Also es ist ja einfach... Also das ist einfach überall, ne? Du läufst durch die Straßen, da sind überall Stolpersteine, da sind Häuser, wo Tafeln angebracht wurden, hier lebt ein Widerstandskämpfer so und so. Und wir sind dann eben auch ins Haus des Widerstands gegangen, das gibt es in Berlin. Wir sind in die Bibliothek gegangen und wir haben uns getroffen mit verschiedenen Leuten, zum Beispiel
mit einer Angehörigen eines Widerstandskämpfers, die über ihren Großvater, ist das in dem Fall, einen Podcast macht. Wir haben uns mit Historikern getroffen und so. Also wir haben da sehr viel Input bekommen, aber wir haben auch selber einfach ganz viel gelesen. Das ist so der erste Ansatz. Gelesen, Filme geguckt, Dokumentationen geguckt. Auch wahrscheinlich einfach persönliches Interesse, sonst würdet ihr wahrscheinlich diesen Titel auch nicht so machen. Ja, genau. Also wir wollen, also das ist schon, das ist unser Herz, das Spiel ist uns eine Herzensangelegenheit. Ne? Und wir wollen auch, wir wollen natürlich damit auch ein Statement setzen irgendwo. Also wir finden halt, dass die Welt in einem Zustand ist, in dem es ganz gut ist, mal darüber zu reden, mal Leute zu zeigen, die über ihre politischen Differenzen und sonstigen Differenzen hinweg sich zusammengetan haben, um gegen etwas zu kämpfen, was unmenschlich ist. So. Und dass es die halt auch mal gab, ne? Dass die wirklich sind. Die sind nicht erfunden, das ist nicht Fantasyland, sondern die gab es wirklich, sind echte Helden. Und wir fahren jetzt hier auf den Alexanderplatz und da sehen wir eine Gruppe von Männern, die einen Wirtmann umringt haben und den irgendwie bedrohen. Und jetzt kann ich als Spieler entscheiden, mische ich mich da ein oder nicht? Also auf jeden Fall gibt es auch viele Entscheidungsfreiheiten. Genau. Und dann verläuft es eben auch anders. Genau. Ja, mega. Ey, das ist jetzt nur ein super kleiner Eindruck, aber ich bin da schon sehr überzeugt von und werde das auf dem Schirm behalten und hoffe, dass ihr das auch tut, denn es ist ein schöner Ansatz, es ist super wichtig. Ja. Und deswegen ist auch die Indie-Arena-Booth halt wichtig, weil eben solche Titel dann Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen, ich wünsche euch alles Gute mit dem Titel. Ja, vielen, danke. Vielen Dank. Ja. Wir müssen leider weiterziehen, wir haben nur noch ein bisschen Zeit. So. Ich könnte den ganzen Abend mit euch quatschen, aber danke euch Jungs, ich wünsche euch alles Gute. Danke. Lasst es euch gut gehen, habt noch eine schöne Gamescom. Ja. Ja, Ilias, du weißt, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute am Start bist, weil du kannst natürlich sehr viel erzählen zum Thema hier Business Area und so weiter. Es gibt aber ja einen Spieletitel dieses Jahr, den dürften sogar Leute kennen, die mit Gaming gar nicht mal so viel am Hut haben. Und zwar ist es Die Siedler. Vor 25 Jahren kam ja der erste Teil raus. Volker Wertig, der quasi Kultentwickler, der seit dem ersten Teil dabei ist, war ja zur Eröffnung zu Gast und hat da angekündigt, dass es eine History Edition gibt. Quasi alle Teile spielbar auf neuesten Geräten in einem Package. Das ist richtig und da hört es nicht auf. Im Zuge dessen hat Publisher Ubisoft nämlich einen komplett neuen Die Siedler-Teil angekündigt. Den hat sich bei uns der liebe Dennis angeguckt und was er davon hält, das sehen wir jetzt. Bei Ubisoft sind wir hier, direkt vor dem Business-Stand und da werden die ganzen Ubisoft-Spiele gezeigt. Wir schauen uns jetzt Die Siedler an. Denkt ihr, das ist aber alt, oder? Nee, das ist neu. Es wird ein Reboot werden, habe ich mir gerade sagen lassen. Es gibt noch ganz viel anderen Siedler-Kram. Hier gerade habe ich mir eine Karte geben lassen von der Siedler History Edition. Die wurde gestern auch angekündigt. Da kann man den ersten Teil jetzt anscheinend spielen auf Windows 10. Viele, viele Informationen. Ich hoffe, dass ich gleich ein bisschen Aufklärung bekomme da. Eine Präsentation gibt es zu dem neuen Siedler und dann erzähle ich euch gleich mehr. Die Siedler Reboot durfte ich mir gerade angucken, beziehungsweise eine Präsentation dazu, war tierisch interessant, 20 Minuten, ein bisschen was über die Neuigkeiten erzählt von Die Siedler. Es ist ja jetzt keine Neuauflage nur des ersten Teils, sondern im Grunde ein Reboot aller alten Siedler-Teile. So das Beste von Siedler 1 von 1993 bis Siedler 7, was glaube ich, das ist auch schon lange her, 2010 rauskam. Jetzt das neue Ding, ein Siedler-Reboot, hört auf den Namen Die Siedler und sieht so ein bisschen moderner aus, hat trotzdem noch so einen leichten Retro-Charme, am meisten angelehnt eigentlich an Die Siedler 3, aber viele Neuigkeiten. Unter anderem kann man jetzt beim Militär viel, viel aktiver vorgehen. Es gibt Helden, das hat mich erst ein bisschen gewundert, was machen Helden in Die Siedler, aber die kann man ausbilden, die haben Spezialfähigkeiten und das ganze Militär, was ja bei den ersten Siedlerteilen tatsächlich sehr, sehr schleppend war, haben sie ein bisschen aufgebohrt. Das ist jetzt moderner geworden, aber natürlich ist alles moderner geworden. Wir können außerdem nicht nur das Militär benutzen, um die Gegner platt zu machen, wir können auch andere Vorgehensweisen wählen, zum Beispiel eine friedliche Übernahme, das geht auch. Wir müssen auf die Stamina achten, auf die Ausdauer unserer Arbeiter, die müssen jetzt neuerdings essen. Das kann man sehr schön beobachten, weil Die Siedler ist ja auch so ein schönes Wuselspiel, wo man einfach sehr gerne diesen Aquarium-Effekt genießt, so nenne ich das gerne, wie beim Fische gucken, man schaut zu, was die einzelnen Männchen machen. Das ist natürlich wieder mit dabei und noch verstärkt worden, weil wenn der Holzfäller den ganzen Tag arbeitet, hat er irgendwann Hunger und dann kann man dem zuschauen, wie er dann zum Koch geht und eine leckere Mahlzeit zu sich nimmt.
Das gibt's neu. Die Straßen sind auch wieder da. Die kennen vielleicht einige gar nicht mehr, weil die sind ja, glaube ich, seit dem dritten Teil im Grunde verschwunden. Und die muss man wieder manuell platzieren. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut, weil das hat mir damals wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und das war ja auch ursprünglich eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von Siedler, dieses Straßenbausystem. Ansonsten müsst ihr eure Leute trainieren und ausbilden. Es geht nicht einfach jedes Männchen nimmt nicht jeden Job an, sondern ihr müsst tatsächlich vorher verschiedene Ausbildungsstätten bauen, um die Leute entsprechend auszubilden. Ansonsten kann man dann noch die Town Hall, die Stadthalle, das Bürgermeisterhaus oder wie man es nennen will, ausbauen. Das geht auch, bei anderen Gebäuden auch. Und ich freue mich drauf. Mehr Infos habe ich an dieser Stelle noch nicht. Es wurde ja auch gerade gestern erst angekündigt. Aber was Sie noch erzählt haben, was mich sehr gefreut hat, es gibt ja auch die Siedler History Edition, heißt das, glaube ich, oder? Und da wird Siedler 1 bis 7 neu aufgelegt. Also im Grunde für Siedler-Freunde ist dieses Jahr ein richtig gutes. Ja, den ersten Teil kann man tatsächlich jetzt schon runterladen und spielen. Und das Gute ist, es läuft auf aktuellen Rechnern. Das ist natürlich der Vorteil. Wenn ihr das kennt, Siedler kam 1993 raus, das kriegt ihr heutzutage nur mit Umwegen zum Laufen. Und das finde ich ganz gut. Die nächsten Teile folgen dann irgendwie und sie werden natürlich auch alle DLCs inklusive haben. Also keine Angst. Wer diese allumfassende Collection haben will, soll die sich besorgen und ja, ich werde es auf jeden Fall tun, finde das sehr spannend und freue mich auch auf das neue Siedler, was dann auch irgendwann erscheinen wird. Genauso Release-Datum gibt es natürlich nicht, wir haben uns eine sehr frühe Pre-Alpha-Version angeguckt, deswegen gibt es auch noch nicht so viele Infos, aber die Siedler bleibt die Siedler und das ist auch gut so. Ja, das war's tatsächlich schon wieder für die Folge von heute. Vielen Dank, Ilias, dass du an meiner Seite warst und uns hier so ein bisschen durchgeführt hast. Super gerne, lieber Marc. Und nach dieser Episode gehe ich auch sehr stark davon aus, dass du uns auch sehr bald in der Gaming-Redaktion unterstützen wirst. Ja, wobei ich habe mir überlegt, ich werde jetzt doch eher Influencer. Okay. Weil es gibt ja auch wieder Keynotes dieses Jahr auf der Messe und die morgen dreht sich genau um das Thema, wie werde ich Influencer? Das könnt ihr euch mal anschauen und zudem natürlich Pflichtprogramm die nächste Folge Gamescom TV. So. Und ich gucke jetzt mal in die lauten Hallen. Wo ist denn hier mit Bum, Bum, Bass und Licht und so weiter? Da geht's doch hier lang, oder? Ja, super.